Herzlich willkommen zum heutigen Thema aus der Reihe Versichererargumente mit dem Titel Anpassungsprüfungspflicht. Es ist ein weiteres Argument, die Versicherer zu Rate ziehen, um von der pauschal dotierten Unterstützungskasse abzuwenden, obwohl es natürlich auch kein Spezifikum der pauschal dotierten Unterstützungskasse ist. Was schreiben Sie? Rentenzusagen im Rahmen einer Unterstützungskasse unterliegen der Anpassungsprüfungspflicht gemäß § 16 Betriebsrentengesetz. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, alle 3 Jahre zu prüfen, inwieweit die laufenden Leistungen an gestiegene Löhne oder den Verbraucherpreisindex anzupassen sind. Die Anpassungsprüfungspflicht kann für die Unterstützungskasse nur vermieden werden, wenn an ihrer Stelle eine garantierte jährliche Rentenanpassung in Höhe von mindestens 1% fest zugesagt wird. Für die Nachfinanzierung steht ausschließlich der Arbeitgeber in der Verantwortung. Soweit das Ganze natürlich absolut richtig. Schauen wir uns nun mal an, was hier das Wesentliche ist. Gerade bei kleineren Unternehmen, mittleren Unternehmen haben wir natürlich keine Renten, sondern haben wir Kapitalzusagen. Da entfällt das Thema Anpassungsprüfung ohnehin. Bei Rentenzusagen machen wir immer 1% fest und haben das natürlich auch in den Hochrechnungen einkalkuliert. Da sieht man ganz deutlich, dass das steigt. Und natürlich auch die PSV-Beiträge auf die gestiegenen Renten sind in sauberen und ordentlichen Hochrechnungen natürlich enthalten. Also alles ganz klar, alles berechenbar, alles kalkulierbar, alles fix. Auch dass die Nachfinanzierung steht ausschließlich der Arbeitgeber in der Verantwortung, das ist natürlich auch richtig. Aber ganz wichtig, es ist kein Spezifikum der pauschal dotierten Unterstützungskasse. Erstmal entscheidet ja der Unternehmer, ob er überhaupt Renten möchte oder lieber Kapitalabfindungen. Und bei Rentenzusagen empfehlen wir einfach diese 1% und haben es auch in den Hochrechnungen. Und das heißt, mit 20. Jahr, mit 86 Jahren, da versterben wir uns die Mitarbeiter regelmäßig. Früher lassen wir es also nie sterben. Sind die Renten dann rund 25% höher als zu Beginn. Also 20 mal 1% und ein bisschen Zinseszins rauf, grob ein Viertel höher. Und es hat ja auch Unterstützungskassen bereits am Markt gegeben, Versicherungsunterstützungskassen, die die Trägerunternehmen angeschrieben haben, weil sie gerade die Rentenanpassung nicht mehr darstellen können, weil sie gesagt haben, der Kapitalmarkt ermöglicht es nicht mehr, die darzustellen und verschiedene Möglichkeiten angeboten haben, wie der Arbeitgeber das nachzahlen soll und nachzahlen muss. Also auch kein Spezifikum der Pauschallodierten, sondern auch der rückgedeckten Unterstützungskasse. Aber mit der 1% haben wir kalkulierbar und zeigen es von Anfang an klar und deutlich auf. Bei Versicherer ist es umgekehrt. Bei Versicherer, die waren der Meinung, wenn sie ihre Beiträge zahlen, Renten zugesagt sind, dann ist alles erledigt. Die sind ganz klar überrascht, dass sie jetzt nachzahlen müssen. Also auch hier ein Argument, das man Versichererseite lieber nicht in den Mund nehmen sollte. Und wenn ein Arbeitgeber die Liquidität braucht und deshalb Renten wählt im größeren Unternehmen, dass das Geld langsam abfließt, dann zahlt er gern dieses 1% jährlich mehr. Damit danke ich für die Aufmerksamkeit und wünsche viel Spaß bei den nächsten Lehrvideos.